Top 20 beste Games des Jahres 2017, die Reihe zum Ende des Jahres hier auf gregs-rpghappen.de geht weiter und wir sind heute bei Platz Nummer 16 meiner Liste angekommen. Habe ich es richtig gemacht? Warte mal, 2019 war der erste Tag und 18, 17. So, ja, Platz Nummer 16 ist es und auch hier möchte ich nicht zu lange um den heißen Brei herumreden, denn die Redezeit und die Vorstellungszeit soll den Spielen dann gehören. Hier ist ein Game, auf das ich gewartet habe, weil es eines meiner Lieblingsgenres aus meiner Kindheit mal wieder befüttert hat und ich hatte den Chefentwickler in New Game Plus noch direkt zum Gespräch, wo wir das Spiel auch ausprobieren konnten. Das war eine besondere Ehre für mich und für ihn wahrscheinlich auch. Es geht um... Na, falsche Taste gedrückt. Jetzt machen wir nochmal. Es geht um Thimbleweed Park auf Platz Nummer 16 in meiner Top 20 der besten Spiele, der für mich besten Spiele des Jahres 2017. Thimbleweed Park ist das von Kickstarter finanzierte Game von Ron Gilbert und Gary Winnick. Ron Gilbert im Speziellen der Designer, der uns Spiele wie Maniac Mansion gebracht hat. Und das ist wirklich eines der besten Spiele aller Zeiten für mich gewesen. Und wir hatten ja vor einiger Jahren das Spiel, was die Kickstarter-Wut ausgelöst hat mit Broken Age von Tim Schafer, der auch eins meiner absoluten Lieblingsspiele gemacht hat mit Maniac Mansion 2, mit Day of the Tentacle. Der hat mit seinem Broken Age, was ja so eine Hommage und ein selbstfinanziertes Game aus dem alten Genre werden sollte, aber doch ein bisschen ein moderneres Adventure-Point-and-Click-Game gemacht. Ron Gilbert hat gesagt, hey, ich mache auch... weil ich auch schon lange nicht mehr in die Richtung Games gemacht habe, möchte ich gerne über Kickstarter ein Adventure machen, aber es soll sehr nah am Stil von Maniac Mansion bleiben und das hat man mit Thimbleweed Park gemacht. Thimbleweed Park ist quasi wirklich, könnte sich in die Riege der alten LucasArts Adventures reinreihen, mit zusammengemischt storytechnisch. Es geht um den Mord und ein Agentenpaar, das so Mulder und Scully mäßig unterwegs ist, aber noch mehrere Akteure, die Geschichte, wie sie erzählt wird, aus verschiedenen Betrachtungswinkeln da machen, sodass man einen Abschnitt mal hier oder so spielt, ähnlich wie mit dem Charakterwechselsystem, wie man es bei Maniac Mansion drin hatte, aber eben die Figuren in diesem bekannten Kopffüßler-Stil, wie man es von den alten LucasArts Adventures her kannte, dazu aber eben noch gerade mit den Hintergründen mehr Details, viele Referenzen und Zitate auf alte LucasArts-Game-Sachen und 80er, 90er-Stuff und für mich hat es sich echt angefühlt, nicht nur wie so ein kleiner Nostalgietrip, sondern auch wirklich was echt Frisches, vor allem, weil sich die Adventure-Games heutzutage, die Point-and-Clicks, doch einigermaßen anders spielen. Dieses Game natürlich, auch wenn es dann dieses typisch klassische Point-and-Click aus den 80ern dann wieder replizieren will, hat trotzdem einige modernisierte Sachen gehabt, jetzt nicht typisch... dass ihr nur durch Labyrinthe lauft und dann die euch verlaufen können und alle Charaktere sterben können und so weiter, aber es ist doch durchaus auch mal ein bisschen kniffliger. Es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, an die man reingehen kann. Etwas, was Ron Gilbert von Monkey Island wieder mit rübergebracht hat, die hatte ja auch mitverantwortet, den ersten und den zweiten Teil, und da gab es ja auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und ich habe schon gemerkt, ich habe natürlich also wieder reingesagt, klar, gib mir die harte Schwierigkeit, und da war es doch ein bisschen knifflig, wieder in die Adventure-Logik reinzukommen. Und ich habe versucht zu vermeiden, bei diesem Spiel irgendwelche Komplettlösungen zu benutzen, weil das ist etwas, was man heutzutage gerne macht, das aber auch den Spielspaß und das Kniffeln und diese Aha-Momente dann untergräbt bei dem Spiel. Und man muss sagen, wenn es so rausgekommen wäre vor vielen, vielen Jahren unter dem LucasArts-Label, wäre es wirklich ein würdiges Spiel aus der damaligen Ära gewesen. Und ich finde, das Spiel macht das richtig, was Broken Age stilmäßig falsch gemacht hat, weil hier, finde ich, funktioniert es echt gut, sieht geil aus und hat auch wirklich ein paar clevere Ideen, was so die Rätsel und den ganzen Rest dann angeht. Warum es auch nicht noch weiter dann höher ist, ist es eben, dass diese Art von Adventure hat gut gepasst und gut funktioniert und wirklich war einer der Spielspaßgranaten in den 80ern und Anfang der 90er mit Maniac Mansion und Zack McCracken und den anderen Sachen. Die waren aber eben auch Produkte ihrer Zeit. Hier hast du eben so, was das Rätseldesign angeht, durch, dass es ab und zu mal doch ein bisschen um die Ecke gedacht ist und du gucken musst, wie die interne Logik des Spieles funktioniert, dass man, wie gesagt, das Hängen ist eigentlich Part des Spielspaßes, aber in heutigen Zeiten zieht das auch ein bisschen hier mehr wieder weg und ich hätte zumindest für mich auch oft, dass es
vom Rätselaufbau, von wie man mit den Charakteren hin und her switcht. Manche der Humorsachen haben auch nicht immer zu 100% für mich gezündet. Aber das ist dann wirklich so eine persönliche Sache, ob man dann hin und her kommt. Da hätte ich mir so einen leicht anderen Flow gewünscht, weil ich eben auch so viele andere Sachen gespielt habe. Das kann man aber wohl, selbst ich mir intern, nicht richtig recht machen. Kann man keines recht machen. Der eine will ultra harte Rätsel von damals, aber der andere will lieber, nee, lass die Grafik so sein und so weiter. Und ich finde, für das hat Ron Gilbert und seine Kollegen mit Thimbleweed Park echt eine gute Mitte gefunden. Wenn ihr ansatzweise Interesse an den alten Adventures gehabt habt und ein bisschen Oldschooligkeit euch nicht stört, dann ist Thimbleweed Park auf jeden Fall ein Spiel wert und zum Glück keine Kickstarter-Enttäuschung gewesen. Platz Nummer 15 wird ein bisschen größer, ein bisschen aufwendiger. Zu dem Titel, den ihr gleich seht, gab es auch ein längeres Review hier auf der Seite. Es handelt sich um Wolfenstein 2: The New Colossus. Ego-Shooter hat gerade abgestaubt bei den The Game Awards. Ich glaube, den Titel als bestes Action-Spiel, aber shootermäßig habe ich dieses Jahr für mich persönlich auch nicht viel Besseres gespielt. Ich bin nicht der große Ego-Shooter-Spieler, ich sage es dann gerne immer wieder. Ich spiele aber ab und zu mal so in einem Jahr vielleicht ein oder zwei Shooter-Kampagnen durch. Und da denke ich mir vorher eben, worauf habe ich Bock, was könnte mir gefallen. Im letzten Jahr war es Doom zum Beispiel, das Remake, der Reboot besser gesagt, den ich fantastisch fand im Singleplayer. Und der ist auch ganz weit oben auf meiner 2016er Liste gelandet. Wolfenstein 2, weil ich die ersten Parts der Neuauflage gemocht habe und auch je nachdem immer interessiert daran bin, was sie daraus machen, vor allem die von Machine Games, das Studio, die haben A, das Storytelling, wie was sie mit ihrer alternativen Realität, Nazis in Amerika an der Macht, da so Sachen anstellen und mit Ironie und Humor und wirklich einigen der durchgeknalltesten Cutscenes, die ich hier gesehen habe, immer aufwarten. Da wusste ich schon, dass das hier richtig cool werden wird. Aber auch die Spielbarkeit, die Optik und so weiter, habe ich auf der PS4 durchgespielt. Das war eigentlich auch alles cool und hat funktioniert und viele abstruse Sachen gemacht. Wenn ihr nähere Details haben wollt, schaut euch das Review-Video an, was ich hier eben auf der Seite gemacht habe. Ich habe für mich gemerkt, die andere Kampagne, die ich dieses Jahr durchgespielt, noch nicht ganz durchgespielt habe, aber kurz davor bin, dann fertig zu sein, ist Call of Duty World War 2 und von den beiden Sachen hat bei mir Wolfenstein 2 eindeutig das Ding vorne. Die Story war beknackt dumm, aber auch genau die Art von Sachen, die mir gefallen. Wie es ist spieltechnisch fand ich, war es im normalen Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu sehr auf Stealth fixiert, weil die Gegner einen sehr schnell alle weghauen können und man lieber schleichen sollte dadurch. Und ich bin bei Shootern muss nicht immer der Fan, dass man da viel schleicht, sondern dann gehe ich lieber schöne splashige Action machen. Wenn man das einrichten kann, dann geht es aber auch richtig ab. Man hat einige geile Waffen, coole Momente und ja, obwohl das Ende so ein klein bisschen auch mehr Pfiff hätte vertragen können, was so die Kämpfe angeht. Ich hätte gerne nochmal größere Bosskämpfe oder sowas gehabt. Da wird hier nochmal ein bisschen vermieden auf normale Gegner in Anführungsstrichen hingegangen. Größere Gegner, aber trotzdem normale Gegner, die man häufig auch anderswo sieht. Da hätte ich mir vielleicht da nochmal ein bisschen Feinschliff gewünscht. Aber ansonsten kann ich mich shootertechnisch wirklich über nichts bei Wolfenstein 2 beschweren. Im Gegenzug maximal eine Sache, die habe ich auch im Review erwähnt und das werden wir bei Rocket Beans TV nochmal adäquat besprechen. Deutsche Lokalisation ist natürlich bereinigt gegenüber Nazi-Symbolik, so wie es sein muss, ne, damit die Spiele dann nicht hier nochmal beschlagnahmt werden. Das ist auch in Ordnung. Aber was viel gemacht wurde, ist auch inhaltlich und storytechnisch, das Wort Nazi fällt gar nicht, sondern es ist das Regime, ne, und bestimmte Thematiken, die angesprochen werden, wie die Mutter von BJ Blazkowicz, dem Hauptcharakter, die Jüdin ist und die ein spezielles Schicksal da erwartet. Ich will da nicht so spoilertechnisch so viel reingreifen. Hier wird es in der deutschen Synchro sehr viel um den heißen Brei herumgeredet und versucht, das durch Ersatzwörter und andere Formulierungen dann so zu machen, dass man nicht unbedingt direkt an Hitler und an die Nazis und so weiter denkt. Aber letzten Endes ist es ja das und es ist eine Allegorie darauf und es ist etwas, was einen zum Nachdenken anregen soll, zusätzlich zur Splatter-Action, die da hinzukommt. Und ich finde, obwohl die deutsche Loka ganz gut gelungen ist von den deutschen Stimmen und anderem heraus, hat man hier vielleicht ein bisschen zu übervorsichtig agiert und da hätte man gerne meines Erachtens auch mal mit den Gremien zusammenarbeiten müssen und nicht immer auf diese Pauschalisierung, Spiele sind keine Kunst, deshalb darf auch da nicht mit Nazi-Symbolik umgegangen werden. Das ist kein per se Glorifizierung, sondern genau das Gegenteil der Glorifizierung des Nazi-Regimes, ne? Und dadurch der emotionalen Schwere vieler Szenen da was wegzunehmen, da hätte man gerne bei der Lokalisation, wie gesagt, ich bin mir sicher, da kann man heutzutage, wenn man nicht
diesen ultra übervorsichtigen Schritt dann macht, um ja auf Nummer sicher zu gehen, dass man das Spiel auch hierzulande rausbringen kann ohne Probleme, wegen der nationalsozialistischen Symbolik da drin zu haben. Versaut damit nicht ganz so die Aussage, bitte. Ne? Also sprecht untereinander, entsprechende Gremien und Spielehersteller, und guckt mal, wie in der Zukunft ihr das vernünftig lösen könnt, weil damit macht ihr Videospielhersteller, wenn ihr vorsorglich alles da raustilgt, auch eure Spiele ein klein bisschen kaputt. Ja, aber Spaß genug hat es mir gemacht. Ich bin nicht der große Ego-Shooter-Spieler, aber für einmal Kampagne durch hat es zumindest gereicht, dass es für mich in der Top 15 da oben mit landet. Und ja, das waren die beiden Titel, die ich euch heute vorstellen wollte. Was noch dazu kommt, das werdet ihr morgen sehen. Bis dann.